Deine Mutter, nicht deine Milch. Nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Bleib liegen, du Scheißkalb! Und dann wird das Kalb genommen und in den Kopf geschossen, damit wir Kalbfleisch haben. Und er hält sein Kalbfleisch an deinen Döner, weil Döner ja so geil ist. Hallo, ich bin Raffaela, ich bin heute hier mit Ersin, auch besser bekannt als der Dönermann. Genau. Er hat ein virales Video über meine Person gemacht, wo ich gesungen habe. Warum schickst du Kühe ins Schlachthaus? Für einen saftigen Döner. Wo er dann mit seinem Döner gesungen hat in seinem Dazu Laden. Dazu gesungen heißt es auch, oder? Dazu gesungen? Ja, ja, okay. Du hast dich stimmlich beteiligt. Du hast eine kreative Leistung hinten. Ja. Genau, am Morgen voll. Direkt kreativ geworden. Genau. Sehr schön. Und wir sind ja nicht so, dass wir uns Hate gefallen lassen. Ja, ja, haten tun wir nicht. Aber. Wir konfrontieren ihn heute damit, warum er das gemacht hat. Okay. Und als allererstes konfrontiere ich dich mit deinen Opfern. Oh! Das ist eine Kuh. Sehr saftig. Ja, also da würde ich nicht reinbeißen wollen. Nein, so nicht. In der Form auf jeden Fall nicht. Machst du Döner auch aus Kühen, oder? Aus Kalbfleisch. Also Babykühe. Reines Kalbfleisch, ja. Ja. Und auch kein Kälbern. Wenn da jetzt ein Kalb dabei wäre? Also so, wie du jetzt sagst, gerade erzählst, würde ich auch nicht befürworten, meine Sache. Aber ich sehe es ja nicht. Gut, okay. Mein Job ist ja, meine Familie zu ernähren damit. Ja. Und damit mache ich meinen Job auch. Okay. Seit Jahren, seit 30 Jahren schon bin ich Dönermann. Ja, ja. Und das mache ich sehr gern sogar, den Job, mit Leuten zu beschäftigen. Aber vielleicht in der Zukunft irgendwann mal. Ich beschäftige mich auch mit Leuten und muss keine Kalb von ihrer Mama trennen. Aber ja, auf jeden Fall. Sagen wir jetzt mal, da wäre ein Kalb. Mhm. So. Okay. Würdest du dann mich von meiner Mama wegreißen? Nein. Nein. Nein, das bedeutet, ich bin ja kein Unmensch. Ja, aber das ist ja der nächste Endeffekt, Schritt. Du machst das ja. Schon. Ja, aber wie gesagt, nicht bewusst. Nicht bewusst. Nicht bewusst, weil ich auch nicht sehe. Aber du sagst, dass das nicht okay ist. Also wenn das nicht okay ist. Das ist okay, wenn das einer macht? Nein, das ist nicht okay. Okay, jetzt sagen wir mal theoretisch, das macht da gerade einer. Und du sagst, würdest du dann Stopp sagen? Hör auf. Nein, ich bin auch im Dorf groß geworden. Also du würdest einfach weitergehen und nicht hinschauen. In der Türkei. Bin ich im Dorf groß geworden. Wir haben auch Tiere geschlachtet. Ja. Meine Eltern, ich war 6 Jahre alt damals, meine Oma und Opa. Ja. Wir haben ja auch Kühe gehabt als Nutztiere plus als Schlachten haben die auch gemacht. Ja, ja. Aber was haben wir da zugesehen? Weil wir waren es ja gewohnt. Ja, verstehe ich. Aber du so in Deutschland gesagt, das wäre nicht schön. Du würdest ist auch nicht schön. Aber wenn du es nicht unterstützen würdest, dann würdest du nicht hinschauen oder würdest du stoppen? Du würdest auch gleich vergleichen mit meinem Haus. Ich habe ein Haustier, einen Hund. Ja. Dem würde ich auch nicht sowas mal zutrauen. Ja. Das ist so. Im Herzen sind wir alle vegan. Aber im Herzen, sagst, ich mache es ja nicht bewusst. Ich schaue ja nicht hin. No, das ist nicht okay. Aber ich schaue weg auf jeden Fall. Du schaust weg, okay. Ja, aber du schaust nicht nur weg, weil als Veganer schaut man ja weg, weil man unterstützt nicht mehr, weil man geht halt nur weiter. Erst als Aktivist tut man was dagegen. Aber du schaust nicht nur weg, du zahlst, du bist so, nein, ich will es nicht sehen. Mein Geld aber damit hier, sogar. Das Geld. Weißt du, was hier steht? Weißt du, was da stehen könnte? Nein, ich kann kein Englisch, kannst du mir übersetzen, bitte? Okay. Ja, du hörst mir, dass du auch weißt, was das heißt. Nee, er steht auf der anderen Seite auf Deutsch. Hab schon gelesen. Hast du schon gelesen? Deine Mutter ist eine Kuh. Ja, ja, das habe ich gelesen. Ja. Steht eben da, deine Mutter ist keine Kuh. Ja. Also die Botschaft ist, nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Weil, warum macht denn eine Kuh Milch? Für ihre. Und bist du eine Babykuh? Nein. Aber du trinkst Milch? Ja. Und du isst Käse? Ich trinke aber meinen Kaffee ohne Milch zum Beispiel. Okay, aber du isst Käse gut, oder? Und Joghurtsoße. Käse, ja klar, ich esse alles. Das heißt, du bist doch eine Babykuh. Ich bin ein richtiger Dönermann auf eine jeden richtige Fall. Eine richtige Babydönerkuh. Oh Mann. Aber das macht doch keinen Sinn, oder? Ja, im Endeffekt, wie du sagst, ist schon richtig, aber ich, zu meinem Teil, ich bin es so gewohnt. Die Menschen meistens sind es gewohnt. Ja. Vielleicht deine Einstellung irgendwann mal. Im Kommen. Das kommt ja, diese vegane Welt. Ja. Aber du machst aufmerksam auf jeden Fall darauf. Das ist sehr schön, dass du machst. Ja. Also die Haltung der Tiere sind nicht so gut, so wie ich weiß. Die Industrie macht ja so, dass es günstiger ist. Das weiß ich ja. Das wirst du sagen, hast schon recht, aber wir sind ja nicht gewohnt. Wie meine Dönerpreise. Ich habe die von 5 auf 8 gemacht. Die sind Leute nicht gewohnt, für den Döner 8 Euro zu bezahlen statt 5 Euro. Die sind nicht gewohnt. Ja, ja. Und das vielleicht kommt in Zukunft, wie du sagst. Es kommt halt auf Menschen wie auch dich und mich an. Und das Schöne ist, wir können halt, auch wenn es in der Zukunft vielleicht oder vielleicht nicht ist, heute halt damit aufhören. Weil wenn du sagst, dass das komisch ist, nicht okay ist mit komisch, dem Kalb. Das Kind komisch, die Milch. Schau, würden wir jetzt, willst du noch mit mir trinken? Nein. So, nein, das ist ihre Milch. Nein, dein Argument ist schon gut. Aber wie gesagt, ich bin es gewohnt, Milch zu trinken. Ja, Gewohnheit. Schön Kalbfleisch auf meinen Spieß zu machen, das auch saftig ist. Und und ob die Gewohnheit ein guter Grund für Mord ist? Ist kein guter Grund. Okay, Debatte zu Ende. Was soll ich jetzt noch sagen? Dass das in Zukunft so ist. Da können wir gleich rausfinden, ob sich veganer Döner auch lohnt. Weil sie haben ja ein ganzes Restaurant, das vegan ist. Da gehen wir jetzt gleich rein, weil ich muss diesen Akku jetzt austauschen. Okay. Und weil uns kalt ist.
Mir ist auch kalt, ja. Mir ist auch kalt. Aber ich esse Fleisch, deswegen Fleisch bin nicht so kalt. Vielleicht, du hast mehr Schicht. Okay, wir gehen jetzt erstmal rein und sagen dieser Kuh tschüss. Du schaust dir nochmal in die Augen und entschuldigst dich. Schön Romantik. Okay, entschuldige auch noch. Ja? Und das ist doch furchtbar, was du hier antust. Ja, auf jeden Fall. Ob ich es antue, ist andere Sache. Ich mache ja gar nichts. So ich mache ja gar nichts. Ich verkaufe nur. Ich mache ja gar nichts. Okay, also ich kann mich entschuldigen, weil das ist, in meinem Fall ist es was wert, weil meine Entschuldigung heißt, ich verändere mich. Mhm. Aber wenn du dich jetzt entschuldigst, hast du eh recht, es ist nichts wert, weil du willst dich ja nicht verändern. Momentan noch nicht. Mhm. Noch nicht so weit. Wenn du 30 Jahre lang eine Sache machst. Wie viele Kühe müssen noch für dich verrecken, bis du dich entschuldigen darfst? Aber das erfahren wir jetzt vielleicht drinnen. Genau. Die Frage, ob Marius durch die Tür passt. Das ist die andere. Oh. Hallo. Hallo. Hätte ich dich erschrecken sollen, gell? Jetzt bist du enttäuscht. Entschuldigung. Wäre schon lustig gewesen für das Video, oder? Jetzt ist vorbei. So, jetzt ist noch nicht so schlimm. Guck mal, also wir sehen hier ein Menschenbaby und ein Affenbaby. Kannst du, oder wollt ihr mal schauen, was dieses, was soll wie dieses... Wie ein Lehrer hast du so eine Waffe? Kannst ja, ist geil, oder? Das ich versuche euch da was beizubringen, ne? Ich versuche euch zu überzeugen, ich versuche euch auch von eurer eigenen, es ist schon in eurem Herzen, ihr seht ja die Parallelen hier, ihr seht, das sind beides fühlende Individuen. Die fühlen das Kalte, ihr kennt das ja beim Arzt, vor allem als Kinder vielleicht, wenn der sowas Kaltes draufgedrückt hat auf die Haut, der macht dann so, das gefällt einem nicht, mag Baby nicht. Und das ist unabhängig der Spezies, wir haben diese Emotionen in uns. Versteht? Also, kennst du das Wort Speziesismus aus meinem Aktivismus? Hast du das schon mal gehört? Nein. Speziesismus noch nicht? Weißt du, hast du Speziesismus schon mal gehört? Spezie, weiß ich aber. Das wäre einfach, was okay, ihr wisst, was Rassismus ist. Was ist Rassismus? Okay, ja, ich hab's direkt jetzt gecheckt. Also, ja. Okay, also, er hat's direkt gecheckt. Weil Rassismus, ein Rassist sagt, hier haben wir ein gutes Bild dafür. Oh je, das ist ein bisschen schmutzig, aber macht nichts. So. Ein Rassist sagt, ja, beispielsweise, es gibt natürlich auch Rassismus gegen Weiße, Schwarze, Blonde, bla bla. Diese schwarze Mann und diese Weiße. Ja? Also das ist ein ganz prototypisches, simples Beispiel hier. Es gibt natürlich viel mehr Facetten dazu. Ein Rassist sagt aber beispielsweise, boah, das sind ja nur Schwarze, die darf ich als Objekt verwenden, die darf ich versklaven, weil es sind ja nur Schwarze. Ein Sexist sagt, boah, das sind ja nur Frauen, die darf ich als Objekt verwenden, die darf ich versklaven. Wahlrecht, fick dein Wahlrecht, du bist mein Sexobjekt. Sklave, weil es halt nur eine Frau ist. Und ein Spezies. Du bist vor kurzem nicht mal Autofahren in manchen Ländern. Ist immer noch so in manchen Ländern. Echt? Ja, sicher. Manche Frauen und auch Männer kriegen ihre Genitalien bei Geburt verstümmelt, einfach nur, weil sie ein ganz bestimmtes Geschlecht haben und so weiter und so fort. Also das ist einfach nur Unterdrückung und Gewalt. Also Rassismus und Sexismus, ich glaube, das sind uns einiges Scheiße. So, und dann gibt es den Speziesismus, der hat die gleichen Wortstamm wie Rassismus, Sexismus, Speziesismus. Genau. Hast du den erfunden? Nein, den gibt es schon. Den Charo sagt auch, ich habe den erfunden, um mir Probleme auszudrücken. Nee, ich habe nie gehört, deswegen. Nein, kann dein Ding sein. Also, ich hatte eine Familie, die auch ernähren musste, hatte 4 Läden, die super gingen. Lass mich kurz ausreden. War so, scheiße, der hat das verstanden. War so, fuck, ich kann das nicht weiter unterstützen. Er hat all seine Geschäftsanteile von 3 Läden verkauft. Den einen geschlossen für, ich glaube, 1-2 Monate, umgestellt. Und jetzt, dann hat er einen veganen aufgebaut, hat geklappt, jetzt hat er 4 Vegane. Ich sag dir ganz sicher, und darauf gebe ich dir jetzt Brief und Siegel. Das kannst du ja auch, was du jetzt gerade gebracht hast, kannst du jetzt nicht mit einem kleinen Dönerladen wie bei Ersten vergleichen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn Ersten jetzt seinen kleinen Dönerladen in Linden in Hannover aufmacht, das voll ist mit Veganern, ich kenne ja, du kennst ja da, ne? Genau, da bei diesem Laborotyp. Nein, jetzt auch nicht mal hier, sondern zum Beispiel vor allem in so einem veganer Hotspot wie eben Linden in Hannover, ne? Da würde sein Laden noch weiterhin laufen. Aber in Dieburg bei ihm würde sein Laden jetzt, wenn er sein Fleisch rausholt, pleite gehen. Und ich sag dir, das wird ein Zwanzigstel der Kunden nur noch sein. Okay, sagen wir mal theoretisch gesehen, das wäre so, und er macht es nicht, damit er weiter seine Familie ernähren kann. Hast du trotzdem keinen Grund für dich und deine Familie privat nicht vegan zu sein? Privat, ja. Das können wir machen. Weil du kannst vegan sein und sagen, okay, scheiße, Kapitalismus. Aber verkauf trotzdem Fleisch weiter. Aber ich versuche eine Lösung zu finden, immer mehr vegan zu sein im Laden. Ich habe ja auch Leute gehabt, die mussten mich einstellen, die streng, und die haben auch Fleisch verkauft. Es geht ja für dich, die Ethik, so, ne? Und natürlich, du hast dir das jetzt aufgebaut, das kannst du nicht ändern, aber ja, du hast recht. Also all in all. Ich kann mir jetzt zwar wirklich nicht vorstellen... In der Zukunft wird es für die Veganer geben. Ich glaube zwar wenn du jetzt zu deiner Frau nach Hause gehst und sagst, ab heute kein Fleisch mehr. Nur noch Chicköfte. Ich glaube, die würde rasten, ne? Aber du hast auf jeden Fall recht, ja. Ja, aber da muss man auch mit der Frau auch drüber reden. Und dann muss man sich halt überlegen, will ich mit jemandem zusammen sein, der kleine Hundebabys... Aber wenig Fleisch, ist wenig Fleisch.
schlag nur manchmal Frauen. Wie ist das anders, weiß ich. Was, du schlägst manchmal Frauen? Weißt du, was ich meine? Ja. Nein. Das ist eure Logik. Wenn ihr sagt, ich esse nur wenig Fleisch, dann kann ich sagen, ah, ich esse nur manchmal Frauen. Ja, Menschenfleisch. Ich esse nur manchmal Menschen. Ich dachte schon, du schlägst Frauen. Der Vergleich ist sehr kontrovers. Wollen wir auch mal einmal dich ganz leicht in die Enge treiben? Ja, reicht jetzt. Ja, ja, sicher. Genau, wir bestellen nochmal mit. So, jetzt. Ach, du bestellst mit? Ja, auf jeden Fall. Hallo, er braucht richtig viel Energie. Wollen wir uns was teilen? Zum Beispiel deinen Freund? Er war gut. Hey, der war echt. Ich muss den Namen an dieser Stelle jetzt echt mal in Schutz nehmen, weil ich habe so gehässige Kommentare bekommen, dass ich dich endlich mal fertig gemacht habe mit meinem Konter. Und ich dachte nur so, ja, aber ich habe ja auch eine Schwangerschaft gefehlt, deswegen hasst du mich jetzt ganz deutlich. Nein, kein Mensch weiß das, vor allem die ganzen Hater. Mich, deswegen hassen mich die Menschen. Das ist das, was mich Grund. Was mir Defollower und... Dass er die Schwangerschaft gefaked hat, ist so viel weniger schlimm, als dass er täglich Tierbabys ermorden lässt. Oh, das Marius. Es ist so viel weniger schlimm. So. Jetzt Tierbabys, Amja. Amja, wie viele Tierbabys sterben bei dir? Wie viele Tierbabys sind in einem Spieß? Wie viele Kilo sind das? Ich habe meist 40 bis 80 Kilo. Okay, also ein Spieß hat bestimmt noch kleine Hähnchenspieß. Das sind 100 Kälber. Wie viel wiegt dein Kalb? Kalb? Wahrscheinlich so 10. Kalbfleisch, reines und dann 5 Stück aus Muskelfleisch. Aber der hat ja wirklich nur... Der hat ja 10 Kilo mehr. Ich reines Kalbfleisch. Von diesen 10 Kilo, dann lassen das mal 8 Kilo sein. Mehr. Viel mehr. Aber ich glaube, das ist so viel mehr. Aber da fliegen doch erstmal die Knochen weg und so. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr. Das sind deutlich mehr. Da fliegen die Organe raus. Also es ist wirklich nur das Fleisch. Das heißt, es sind auf jeden Fall mehr als 80 Tiere. Also pro Kilo brauchst du auf jeden Fall mehr als ein Tier, glaube ich, oder? Boah, ich koste gleich. Aber ich mache Hähnchen mittlerweile klein. Okay, ich sage, oder warte mal, wir machen mal so, ich will jetzt nicht zudenken. Ich sage, für deinen 80-Kilo-Spieß sind schon 50 Körper. Nein, so viele nicht. Doch, ich sag schon. Wie viele sind denn okay? 49 sind okay? Nein, ich habe nur gemeint, die rechten Beispiele gemacht, mit 80 Tieren. Das ist zu viel. 50 Aber es liegt alles, was du ermordest, auch ein Mensch, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Aber wie gesagt, wir haben es nicht vor Augen. Wenn ich mit ein paar Dokumentationen mal sehen, spiegelt sich auch irgendwo. Aber ich habe sogar heute in Videos von ihr vorm Auge gehabt. Ich habe nur das erste Video geguckt, weil dann bin ich direkt duschen gegangen und auch nicht ganz fertig. Aber ja, und ich habe tatsächlich ziemlich wenig gefühlt und das hat mich selber vor mir selber ein bisschen abgeschreckt. Aber ja, ich habe echt ziemlich wenig gefühlt. Also ich habe da wirklich gesehen, wie Ding, ne? Und das ist jetzt eigentlich nicht so schlau, darüber jetzt so zu reden, weil es echt mit den schlechten Licht drückt, aber ich habe echt wenig Gefühl. Ehrlich, weil man ist abgehärtet ab irgendeinem Punkt. Ja. Also ich glaube, deswegen bin ich auch nicht dafür, dass auf Fleischpackungen dann überall das tote Tier draufklebt, wie so auf Zigarettenpackungen. Wenn das juckt keinen, du bist dann halt so abgestumpft. Dann ist das Ding halt immer nicht die Leute für. Wir bestellen jetzt eigentlich auch voll süß. Ich bin gerade zu abgelenkt, deswegen kann ich einfach das haben. Mein Popper ist das? Ist der dann mit dieser geilen Käsesoße? Ja, gerne. So, Marius isst die zwei jetzt nicht, sondern was Veganes. Oh Mensch. Danke, Marius. Iss mich nicht. Hör auf, meine Körper zu verkaufen. Was soll das? Was ist verkaufen, die ist? Döner? Was heißt das? Der Döner in Dieburg. Ja, schön Döner. Das saftig. Heißt aber der Döner, nicht die Döner. Du kannst nicht mal Deutsch. Leider, sorry. Ich war nicht mächtig. Hab einen deutschen Ausweis. Das ist schon mal gut, oder? Marius mag mich. Ich liebe ihn. Wahre Liebe hier, ja, ja, also Dönermann. Es kommt nicht auf dein Herz, Herkunftsland, sondern auf dein Herz an. Auf also Herz. Für mich kommt es bei Ihnen auf die Qualität seines Dönerspieß. Genau. Der war gut, Marius. Aber wir haben beide bei uns Leute. Wir haben nur eins gehabt vorher, und haben wir beide, Marius. Habt ihr beide tote Tiere? Ich habe zwei, ja, wegen Marius, weil der Hähnchen also mag. Beide er mag Hähnchen sehr gerne. Also was habt ihr bestellt? Fehler. Wie heißt richtig? Pombe oder Dönerbox? Was? Veganbox meinst du wohl? Mit ohne Tiermord? Ihr Mörder. Nix mal schauen. Also das vegane Essen ist jetzt da. Marius hat vorher No Shit für diesen Blatt. Ich muss ganz kurz was ändern. Ich nehme euch einen Anruf. Ja, ist wichtig? Wir treffen uns heute Abend in der Maihole. Okay, dann bring es her. Bring es her. Alles gut. Alles gut, bring es her. Ich komme dann kurz rausgelaufen. Bring mir die Schokofleischpackung. Tschüss. Klingt nicht vegan. Ist auch nicht vegan, aber das ist nichts für dich. Also. Das es geht doch nicht um mich, es geht um die Tiere. Da ist kein Essen drin. Bei der Pizzeria wird vegan gegessen, oder? Wenn du die Pizza ohne Käse bestellst, ist sie meistens. Ich werde keine Pizza essen. Sondern? Du willst es jetzt wirklich wissen. Lieber nicht. Ja? Ein Gorgonzola-Schnitzel. Aber warum? Du könntest auch was Veganes bestellen. Nudeln mit Tomatensauce gibt es bei jedem Italiener. Weil er wird nicht satt davon, das ist das Problem. Er hat Angst, dass er keinen satt wird. Ach, doch ein Blödsinn. Du musst drei essen, vier Portionen essen. Bitte, Entschuldigung, also aber über dieses Niveau sind wir gerade hinaus. Ja, ich muss sagen. Ich freue mich da schon die ganze Woche drauf. Aha. Dummheit ist, seinen Weg nicht zu verändern, obwohl man neue Informationen hat. Ja, also jedenfalls, wir haben unser veganes Essen jetzt bekommen. Es ist kein Blatt, obwohl du da vorher abgebissen hast. Es ist veganer Burger
Nee, Süßkartoffelpommes, veganer Mayo mit Käse, veganem Käse natürlich. Aber also ihr esst gar nicht nur Blätter? Nein, wir essen nicht nur Blätter. Ach so. Genau, deswegen brauchst du noch nicht nur Gorgonzola-Schnitzel zu essen und es gibt auch veganes Gorgonzola-Schnitzel. Es gibt veganes Cordon Bleu, es gibt auch alles mit dabei. Du bist ein bisschen schlecht gerade, tatsächlich. Das ist mein Ziel. Ich merk's. Prost auf jeden Fall. Lasst es euch gegönnt haben sein. Guten Appetit. Okay, also du sagst, er ist sehr lecker, ja? Mhm. Okay, was gibt's denn von 1 bis 10? Ist immer noch der Beste, den du gegessen hast? Das Ding ist, er steht jetzt halt schon eine Viertelstunde da, weil wir 3 TikToks drehen mussten für unsere TikTok-Leute hier. Okay. Aber warum ist er mit 10? Jetzt ist er eine 8, finde ich. Boah, der ist so geil. Der schmeckt so dirty. Der schmeckt ein bisschen geräuchert. Ich weiß nicht, ob er so schmeckt. Das geräuchert mag ich nicht. Schmeckt so smoky ein bisschen, ja? Ja. Hat diesen ja. Aber geht, nicht so stark. Da ist ein Schlauch-Aroma ein bisschen drin. Ja. Aber ist das nicht normal, Liquid Smoke bei so Burgern? Nee, nicht immer. Nee, boah, ich bräuchte so 20 Servietten, glaube ich. Alles 100 Servietten. Wie findest du es? Auch gut. Also ich brauche nicht so viele Servietten, glaube ich. Aber ich glaube, ich bräuchte viele Servietten, wenn ich was mit deinem Freund hätte. Ich frage nur, wer wischt wen dann? Ja. Wer ist der Mann? Okay. Die Sache ist. Boah, danke schön. Ist zufällig eine Gabel aufgetaucht? Dankeschön. Die Sache ist was? Oh, ich hätte diesen Stab nicht. Eine Gabel da vielleicht? Nein, ne? Warum man den drinnen belässt? Ich habe vergessen, was die Sache ist. Ich habe auch eben gerade schon gesagt, ich war gestern noch viel feiern gestern Abend trotzdem. Ah, du warst noch feiern gestern? Ja, und deswegen mein Kurzzeitgedächtnis ist tot gerade. Was habt ihr gemacht? Gelebt. Gelebt. Boah, das ist so geil. Er ist wirklich stark. Ja, schon, oder? Schmeckt auf jeden Fall, ja. Schmeckt eine geile Käsesoße, oder? Und sowas kannst du bei deinem Laden auch anbieten. Also Käse schmeckt halt tatsächlich... Ah. Ich finde, es schmeckt wie ein Burger. Saftig, oder? Richtig so, saftig. Wie ein Burger. Obwohl, ja, genau. Also wahrscheinlich, wenn ich dieses Patty jetzt alleine essen würde, würde es nicht genau wie ein Burger-Patty schmecken, aber alles zusammen schmeckt wie ein Burger. Die Soßen und so. Aber du isst ja auch sonst nicht einfach nur ein Patty alleine. Doch, wir Deutschen essen doch, das ist nicht doch. Klopse, Königsberger Klopse und so, oder irgendwie so. Also, Buletten, doch, isst man schon auch pur. Mhm. Also für mich ist das, wie gesagt, voll die Ausnahme. Mhm. Ich bin eher so Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen. Mhm. Und so kriege ich das sowieso nicht. Musst du dir irgendwas zuführen? Vitamin B12. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich nehme auch Jod. Vitamin D, weil es Winter und weil hier wenig Vitamin D. Und man sollte eigentlich auch auf seinen Omega-3 zu Omega-6 Spiegel achten. Das kannst du entweder mit Leinsamen machen oder indem du Omega-3-Kapseln, Pascal reizt mich, sind Omega-3-Kapseln. Ja. Aber was werden die gemacht? Vegan, ne? Synthetisiert. Algen. Ja, Kelb. Auch. Jod, nein, Kelb ist Jod. Kelb? Kelb ist Jod. Kelb? Das sieht er auch immer. Jedes Mal, wenn er mein Jod aus Kelb sieht, sagt er so, Kelb, du Kelb. Und? Ja, ich weiß, da hat er mir auch schon mal gebracht. Und? Ich war gerade eh so für eine Millisekunde überfordert. So. Ja, ja. Sie guckt so links, aber rechts, auf einmal sie guckt mich an, Kelb. Aber das Jod wird ja auch aus Kalb-Algen gemacht. Weißt du, was ein Kelb ist überhaupt? Ja, ein Hund, ein türkischer. Nicht türkisch, arabisch. Nicht? Ah, scheiße, Entschuldigung. Kann türkisch tun. Bei uns Köpek. War ich Rassistin? Köpek. Köpek. Ja. Köpek. Aber so eher das Gleiche. Bitte schneid es aus. Gänse. Das war doch Spaß. Aber warst du immer so schlank? Ich war, immer schon vegan, ich war zwischendurch pummelig, aber da war ich schon pflanzlich, weil ich habe ultra fettig plötzlich gegessen. Ich habe so fast jeden Tag irgendwie so Spaghetti mit Erdnusssoße gegessen und Gemüse. Ist ja lecker. Voll geil, aber du wirst halt ziemlich fett davon. Mein Lieblingsessen ist vegane Lasagne wahrscheinlich, so ist richtig geil. Also an so ungesunden Stuff, das finde ich auch gerade, die Brownie. Was ist dein Straight Lieblingsessen? Mein Straight ist auch richtig fad, einfach nur so Curry, veganes Curry. Kann ich immer essen, ja. Mit so einer richtig geilen Currysoße, mit so Kichererbsen. Fühlig, ich habe jetzt gestern noch Hähnchencurry gegessen, könnte echt passieren. Und dann ersetzt halt einfach das Hähnchen durch Tofu oder durch so veganes Hähnchen und boom, zack, fertig. Soll ich mal das Ding einzuprobieren? Das kannst du gerne machen. Marius, eine Serviette. Du hast eingesaugt schon. Er hat gesagt, er braucht nicht so viele Servietten. Ich glaube, der Laden hat echt keine Gabel. Nee, ich wollte den Joke eigentlich nur bringen mit deinem Freund so eigentlich wieder. Also. Ich habe dann, weil ich das nicht gehört, aber ich habe dann einfach gesagt, ich würde sehr viele Servietten brauchen, wenn ich was mit einem Freund habe. Doch, habe ich gesagt, der wichtig ist. Crunch. Das Ding, Crunch heißt es, glaube ich. Nicht Crunch. Crush. Okay, ich habe noch nie so unappetitlich eine Burger gegessen. Es tut mir leid, Internet. Neben Marius ist es so. So ist neben man. Mir ist immer auch okay. Du machst das eleganter als ich, was soll ich sagen? Schau dir, aha, schau dir ein das Löffel. An. Ja, ein Löffel geht es. Ein Löffel ist auch gut. Ich esse meine Gabel mit einem Löffel. Ich kann halt aber auch einfach mit so großen Dingen umgehen. Tja.
wollte jetzt einen Witz machen, aber dann würde ich ja nicht mich runter machen, sondern meine Freundin. Das wäre auch nicht fair. Das ist auch nicht schlimm. Ja, aber daran bin ich ja nicht ich schuld, dass ich mit großen Dingen nicht umgehe. Sie hat uns gerade um die Ecke gesagt, dass ihr Freund einen großen Penis hat. Nein, nein, nicht. Oder den kleinen. Hast du dich kapiert? Check ihr OnlyFans. Sieht man da dich jetzt? Marius, direkt Abo. Sei mal ehrlich. Abonnieren. Abonnieren, dann findest du es selbst daraus. Das scheint dich wirklich zu interessieren. Ich glaube, ich muss gar nicht abonnieren, um die Größe herauszufinden. Es gibt bestimmt schon Leaks, aber die Seiten laden nicht, weil sie einfach zu groß sind. Irgendwo schwirrt ein Dickpick von mir eben. Weil sein Dick so groß ist. Genau, das war der Witz. Ich habe versucht, ihn schnell lustig. Also ich habe einen kleinen. Ja. Wie gesagt, wir haben gestern verbessert. Aber ist ja eh so ein Problem. Wissen gar nicht, ob das... Du kannst ja nicht wissen. Aber vielleicht kann dein Freund es für mich herausfinden. Mhm. So schade, dass man das alles nicht reinschneiden kann, weil da hinter der Kamera ist und keiner die Jokes checkt. Also ein paar kann man bestimmt reinschneiden, aber echt wenig. Wir wissen es, wir waren dabei. So wie du dabei warst und sie mich 10-mal verhaspelt hat, weil mich deine lockigen Haare so in den Weg gemacht haben. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich dann extra so... Ob ich dann statt so gucke. Damit meine Karte ziehen? Nein, nein, nein. Weil du ja gesagt hast, dass dieses Ansehen so Dinge. So. Da habe ich echt überlegt, ob ich statt so gucke. Es hat gereicht, es hat mich alles nervös gemacht. Der Bug. Ich habe gar nicht so geguckt. Dann. Also ich habe trotzdem einfach. Also ich habe Blick gehalten. Damit ich auf jeden Fall verhasst bin. Vielleicht wollte unbedingt. Hast du auf dem Heimweg heute. Du hast es hingekriegt. Oh Mann. Nein, ich muss kurz vor die Tür. Was los? Kannst du das mal dir geben lassen? Das sieht aber noch hier aus? In Frankfurt. Ich krieg das nicht gegessen. Ist auch ey, schwer zu essen, ne? Ist krass. Das ist schwer zu essen, dieser Burger. Muss ich den Stab drinnen lassen. Ja, wir haben nicht drin gegessen. Wie hast du diese ganzen veganen Sachen rausgelassen? Durch Essen, Adam, auch. Nein, mach wie du willst, Adam. Wenn du nicht essen willst, mach doch wie du willst. Salat schmeckt auch gut. Man sieht. Aber ein Burger macht auch satt, das ist krass. Ich dachte schon, das ist ein Satt macht aber. Ich muss noch einen essen, ja. Oh, ja. Das ist dein Mikrofon, ne? Das ist doch mein Mikrofon. Ja, zum Glück. Danke. Aber wenn ich nicht mit vollem Fleischmagen drauf drückst. Das stimmt. Aha, neue Besteck ist da. Pascal, willst du den restlichen Burger? Weil ich muss gleich noch einen bestellen für die Challenge. Oh ja. Ich habe einen vegetarischen. Dann lass ich jetzt noch Platz frei. Ich habe einen vegetarischen Freund, der. Echt? Küsst nicht mal seine Freundin, nachdem sie Fleisch gegessen hat. Also warum ist er Vegetarier? Oha. Was soll das bringen? Er macht doch genau das Gleiche mit den Kühen. Ja, auch wenn. Aber das ist eine falsche Einstellung dann so gesehen. Ja, ja. Ich meine, ich finde das sehr ehrenhaft, dass er sagt, er will keine Tierquäler küssen. So. War das was Krasses? Ich küsse doch wieder nur, wenn es mein Fleisch macht. Oh mein Gott, Alter. Okay. Ihr seid, ey, okay. Dein Freund ist ihm alles geworden. Ich nicht so viel abhängen, glaube ich. Also damit, alle hören zu. Also der war jetzt nicht so. Seine Witze haben ihn einfach nicht fertig gemacht, weil er die ganze Zeit so einen Scheiß macht. Ach so? Ja. Also er macht die ganze Zeit solche Witze. Er macht die ganze Zeit solche Witze. Aber sind es jetzt Witze oder ist die Wahrheit? Ja, das weiß man halt nicht. In jedem Spaß steckt ein bisschen Wahrheit. Wieder Raffaele steckt ein bisschen Pascal. Oh. Okay, das langsam, langsam. Rausschneiden. So macht ihr selber, glaube ich, dann unter euch. Irgendwas Wichtiges wollte ich gerade sagen. Nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Mu, nicht deine Milch. Mu. Du musst mitmachen, sonst bin ich blöd da. Dein bester Freund, meine Milch. Was? Der war gut. Leg mich da jetzt drunter. Du Kuh. So, das ist der Marius. Jedes Mal, wenn er Käse konsumiert, jedes Mal, wenn er Milch trinkt, saugt ihr an den Zitzen einer versklavten, vergewaltigten Mutterkuh, die ihre Babys verloren hat, die ich einfach wegziehe. Du bist jetzt das Kalb, das du von den Kühen trennst. Wie fühlt sich das an? Du darfst nicht zu deinen... Genau, und dann wird das Kalb genommen und bleib liegen, du scheiß Kalb. Und dann wird das Kalb genommen und in den Kopf geschossen, damit wir Kalbsfleisch haben. Und er hängt dann Kalbsfleisch an seinen Döner, weil Döner ja so geil ist. Und das ist die Tierindustrie. Leb vegan. Hast du Döner gehabt? Nein, bleib liegen, du Kalb, du bist tot. Leb vegan statt asozial, wie all diese Nicht-Veganer hier. Danke. Fettes Kalb.